Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, wir waren ja hier, wir haben leider Evelyn nicht gefunden. Ich weiß nicht, kann ich hier vielleicht irgendwie warten, dass Zeit vergeht? Ging das nicht irgendwie? Irgendwie warten? Muss ich schlafen? Aber dann muss ich ja an mein Dingens. Nee, hier nicht. Ah, hier. Warten. So, wir warten mal 24 Stunden. Und dann gehen wir nochmal die wichtigsten, also die größten Teile weg, ja. So. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz einfach. Wir porten uns mal hier hin, porten uns zurück. Ne, damit wir den Ladebildschirm triggern. Oder wir laufen von hier. Am besten gehen wir auf den Kommentar von Dinom ein. Lol, Klein Mello spielt Revierpolizist. Das war unter Folge 29. Aber ist echt cool gemacht. So sehen die Spieler Doppelpunkt in echt viel von der Stadt. Auch so Hinterhöfe, wo sonst vielleicht viele nicht reinschauen würden. Das stimmt. Aber ich habe es ein bisschen übertrieben, glaube ich. So, wir jumpen da nochmal gerade rein. Judy? Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße, aber mir ist was eingefallen. Du musst dir Zeit zum Trauern geben, Judy. Du musst all die Phasen durchmachen und richtig spüren. Schock, Wut, Depression. Denke, ich bin jetzt bei Wut. Die bleibt auch noch eine Weile. Aber das ist okay. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Ich kenne die Geschichte. Das lief nicht gerade glatt, oder? Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Aber F dachte, das Clouds wäre sicher. Und du weißt ja, wo sie das hingeführt hat. Wie? Ich kann nicht rumstehen und alles lassen, wie es ist. Und? Hast du dir das auch gründlich überlegt, Judy? Nein, ich habe gar nichts überlegt. Ich weiß nur, dass die Mox nichts verändern, indem sie untätig auf ihren Zuckererschen sitzen. Du hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen können. Hilfst du mir? Okay. Ich bin dabei. Wuhu, yeah. Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Maiko Maeda? Wer genau ist das? Der inoffizielle Boss des Clouds. Sie macht das gut. Und was ist sie offiziell? Eine Puppe, also ein Niemand. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut, damit kann ich arbeiten. Wie gut kennst du diese Maiko? So gut. Wann fangen wir an? Früh morgens. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden. An diese Mission erinnere ich mich gar nicht. Zumindest gerade nicht. Vielleicht später. Aber erstmal machen wir das hier. Das haben wir beim letzten Mal ja bekommen, als wir das Ding gescannt haben, glaube ich. Oder kam der einfach so?
Oh, komm schon. Dreh dich. So. Waren wir nicht hier schon? Hier waren wir doch schon. Hier war doch Dex. Na sowas. Dex DeShawn. Und? Wie läuft das ruhige Leben so für dich, Shun? Wir waren doch schon hier und haben den gelootet. Der Gefrierschrank ist neu vielleicht. Oh, Scheißdreck. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann die, dass man die Finger von fremden Kühltruhen lässt. Bestenfalls findest du vergammelte Milch. Schlimmstenfalls leck mir doch den Drumstick. Das ist Rage Bartmoss. Ah, okay, das heißt, wir haben nicht bekommen, weil wir gerade von Edge Runner da so ein Teil gescannt haben, was ich ja gedacht habe, sondern das kam einfach so. Rage wer? Was meinst du mit Rage wer? Bartmoss, verfickt nochmal. Der Bastard, der das erste Netz zerstört hat. Sagt dir Data Crash was? Rabbits? Noch nie gehört? Scheiße. Ich bin echt an einen Amateur geraten. Die Visage würde ich nie verwechseln. Fahndungsfotos hingen überall in 2020. Staatsfeind Nummer 1. Tot oder lebendig. Halbe Stadt hat ihn gejagt. Ach, arme Sau. Endete wie eine tote Ratte in einer Kühltruhe. Bis die Sicherung rausgeflogen und er aufgetaut ist. Ist immer noch Eiswürfel drin. Ich kann ihn leider nicht scannen. Aha. Und so wie er riecht, ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ich muss sofort hier weg. Sonst kotze ich. Hey, hey, nicht so schnell. Hier liegt bestimmt noch Tech rum. Relikte vom ersten Netz. Wäre doch schade, die einfach hier zu lassen. Selbst wenn, ist das sicher nur Schrott. Sicher nur Schrott? So sicher wäre ich mir da nicht. Warum finden wir es nicht raus? Muss erst drüber nachdenken. Sagt der Idiot, der das Shuttle verpasst hat. Sieh schon rein. Was ist das? Sieht aus wie eine Box. Du bist auch so eine Box. Das ist ein Cyberdeck. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Typ im Afterlife. Nix. Sah aus wie jemand, der auf alte Tech steht. Sprich mal mit ihm. Vielleicht bringt's was und er kann mit dem Deck noch was anfangen. Haben wir sein Cyberdeck geklaut. Das Clouds übernommen. Habe ich schon mal das Clouds übernommen? Bestimmt. Wahrscheinlich erinnere ich mich dann, wenn wir die Mission machen. Alter, ich brauche unbedingt wieder Muni. Jetzt haben wir auch noch gerade das den Wagen. Alter, das Ding hat Raketen. Du hast das, Baby. Gut. Dann bringst du diesen Koordinaten. Das Ding hat Raketen? Gut, aber jetzt kommst du her. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, schade. Ich dachte, hier kommen jetzt wieder Gegner. Wenn ich hier meinen Wagen hab, der Raketen hat.
Ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Wagen. Boah, jetzt fast die Auffahrt verpasst. Er steuert sich jetzt auch nicht besonders gut. Noch eine Minute. So, wo war ich stehen geblieben? Das ist die Claire-Mission. Panam. Delamain. Präsident. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Quest? Na komm, wir machen erstmal die Judy-Mission. So viele Missionen. Ich will aber wieder bei Phantom Liberty rein. Kollegen. Ah ne, ich bin ja andere Kleidung. Entschuldigen Sie bitte. Würden Sie uns einen Moment wieder Zeit schenken? Brauche ich Geld? Ich glaube, ich brauche eher wieder Komponente, ne? Worum geht's? Heute noch, Mann. Komm schon, lass mich nicht warten. Mach dein Ding. Die Stadt haben immer noch niemanden geschickt, um das zu reparieren. Aus diesem Anlass soll die Straße von Night City durch besonders prunkvolle, mehrstöckige Dashi festwagen. Hey, ist alles in Ordnung? Geht dich. Geht dich in Dreck an! Würd gern was essen. Was denn? Ich wollte nur mal gucken, ob er vielleicht auch sowas Permanentes hat, aber das ist nur ein Dogtown. Placid? Was will der denn jetzt? Rufen wir den mal an, den Boy. Rail. Ich bin Gillian Jordan mit den N54 News und das sind die Lokalnachrichten.
Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Merkur versorgt sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister... nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser sind geschlossen. Oh. Wie steht es um Afrika? Ursprünglich wurde der Bezirk als Schutzparadies angelegt. Inzwischen ist er zu einer Zuflucht für Gangs und Drogensüchtige. Scheiße, man schreibt mich. Dzing! Wie viel gibt's denn hier? Hier sitzen anscheinend viele Leute rum. So. Dann bin ich mal gespannt, wie sie ans auf den Balkon vom Clouds gekommen ist. Alles klar. So, dann warten wir mal auf Judy. Hey, wie? Danke, dass du gekommen bist. Klar. Mit Maiku zu reden ist wie 3D-Schach. Lass nicht so, dass sie dich überrollt. Willst du nicht mit ihr reden? Ich bin nicht so gut im Reden. Ein paar mehr Details über sie könnten mir nützen, wenn ich mit ihr reden soll, oder? Nein, überlass mir das Reden. Okay, das ist gut. Du wirkst ziemlich nervös. Ich könnte diese Wichser mit bloßen Händen kalt machen. Also ja, man könnte wohl sagen, ich bin etwas nervös. Und wie hast du vor, sie zu überzeugen? Indem ich die Wahrheit sage. Über Evelyn, Scheiße. Was passiert ist und warum. Und du meinst, das reicht? Nein. Danach muss ich improvisieren. Boah, ich muss mal gerade... Wobei, ihr könnt ja zuhören. Ich bin also kurz gesagt, nichts als dein Bodyguard? Habe ich nie behauptet. Ich kenne sie nur besser. Ich überlasse Judy das Reden. Bin nicht so gut im Reden. Ich bin mehr besser im Kloppen. Insoweit. Gehen wir. Du sollst aufhören zu rauchen, Judy. Warte, ich mach auf. Soll ich direkt mit Mantis Klingen reingehen oder erstmal nur das Messer in der Hand halten? So ein Schloss. Das bekommt keiner beim ersten Versuch auf. Weißt du, wie man ihr System umgeht? Offensichtlich. Hatte gehofft, dass es seit dem letzten Mal keine Updates gab. Und es sieht ganz so aus. Ein Kinderspiel. Mir nach. Also, Judy. Erstmal sneaky mit Messer. Oh. Oh. Judy Alvarez. Ich würde ja sagen, schön dich zu sehen, aber ich lüge nur ungern. Und Überraschung. Mag... Ich genauso wenig, wie du weißt. Ja, und ich weiß auch warum. Ich loote in der Zeit, ne? Als du zu den Mobs gegangen bist. Und sicher die Umgebung. Anzeige, du kannst tatsächlich noch tiefer sinken. Tja, du unterbietest meine Erwartungen immer wieder. Zuerst kriegst du zu den Mobs, jetzt hältst du es mit Mördern. Was wohl danach kommt? Ja, wie? Ich meine dich. Hm? Ich lese gerade deine privaten E-Mails. Gib mir eine Sekunde. Und erzähl mir mal was Neues.
Ist das ein Bild von Judy? Klingt ganz so, als hätte ich hier einen Eindruck hinterlassen. Gut. Wenn du mit Eindruck kübelweise Blut meinst, dann ja. Glückwunsch. Ich habe nur ein paar Tiger Claws gekillt. Ich wollte Informationen und habe sie bekommen. Der Rest ist, was eben passiert, wenn die Leute nicht kooperieren wollen. Ich war als Cop schon hier, vergiss das nicht. Schon mal von Kompromissen gehört? Solltest du mal ausprobieren. Kompromisse brauchen Zeit, die ich nicht habe. Was genau willst du eigentlich? Noch ein paar Puppen belästigen? Judy hat ein Angebot für das Clouds. Du willst zurückkommen? Klar. Ich schätze deine Fähigkeiten, das weißt du. Ich weiß nur nicht, wozu du das da mitgebracht hast. Hör auf, Puppen wie Ware zu behandeln und ich denk drüber nach. Aber zuerst, die Tiger Claws sollen aus dem Clouds verschwinden. Okay, hör zu. Was mit F passiert ist, ist schrecklich. Hm? Und ich dachte, du wüsstest nichts davon. Ihr Ende war vorprogrammiert. War nur überrascht, dass es so lang gedauert hat. Wir müssen was unternehmen. Sonst enden alle wie F. Woodman hat sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war und sie dann einfach verramscht. Wow, du warst immer schon labil. Okay, da du vernünftiger zu sein scheinst, willst du mir sagen, worum es geht? Judys Plan. Denk darüber nach. Könnte klappen. Na sowas, Judy. Hast dir da ja einen echten Fanboy angelacht. Du hast mich Mörder genannt. Du hast recht. Ich hab Woodman getötet. Und wird's wieder tun. Und hätte ich gewusst, was er Evelyn angetan hat, als sie hilflos war, hätte ich's viel langsamer gemacht. Die Tiger Claws haben hier das Sagen. Weißt du, was ich denen bedeute? Ungefähr so viel, wie ihr zwei und eure Problemchen mir bedeuten. Äußerst wenig. Und du fragst dich nicht, warum du hier arbeitest? Ich werde so tun, als wärt ihr nie hier gewesen. Um der alten Zeiten willen, Judy. In Kürze wird den Sicherheitsleuten auffallen, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht friedlich oder fliegt raus. Und das ist weder eine Drohung noch bildlich gesprochen. Nur ein Fakt. Das reicht. Ich gehe. Besser so. Judy, ich könnte doch einfach alle Tiger Claws killen. Just saying. Das ist ein Angebot. Ich bin vorbereitet. Das lief großartig. Sie hat uns einfach abserviert. Weißt du, was ich glaube? Sie hat Angst. Hat viel zu verlieren, wenn die Sache schief geht. Eigentlich alles. Also lässt sie einfach alles weiterlaufen? Sportlich. Judy? Warum hast du mich da runtergekickt? Judy, warum tust du mir das an? Die haben mich einfach da runtergekickt. Ich glaube, es hackt.
Slave. Was? Wir sind im feindlichen Bereich. Judy, wir können immer noch alle killen, ne? Wart ihr mal zusammen? Hätte ich kein Problem mit. Ja, lange her. War damals ziemlich einsam. Wie jeder in Night City. Damals war sie noch anders. Und ich auch. Ich trau keinem, der sich nur an Fakten aufhängt. Die Grenze Scheiße. Zwischen guten Freunden und einem Messer im Rücken ist für solche Leute verdammt schmal. Ich weiß, sehe ich ähnlich. Ich war mal mächtig verknallt in sie. Hat ewig gedauert, bis ich erkannt habe, wie sie wirklich ist. Aber zuverlässig oder nicht, wir brauchen sie. Ich hätte heute Morgen einfach tauchen gehen sollen. Ein bisschen Entspannung würde dir guttun. Und mir erst. Es geht nicht wirklich um Entspannung. Ich habe eine neue Idee, an der ich arbeite, aber ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert. Ah, ich kann mir dich auch nicht auf einem Liegestuhl mit einem Mai Tai mit Schirmchen vorstellen. Nee, auf einem Liegestuhl würde ich nur grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Und das brauche ich gerade nicht. Was war denn das für ein Geräusch? Die Waffe ist so klein und so stark. Die Waffe ist so fett und so explosiv. Die Waffe ist so heiß und so killer. 70% echtes. So klein und so tödlich. Slaughterhouse. Wenn du den Gummi in jedes Loch fängst. Ist das ein Seitenschlag? Ich bin aufs Erdgeschoss. Ich muss hier dringend raus. Sicher. Weiß echt nicht, wie Titten dabei helfen sollen, diesen Müll zu verkaufen. Weil jeder Titten sehen will. Scheiß auf den Rest. Die Konzerne wollen doch, dass du mit deinem Schwanz statt mit deinem Hirn reagierst. Sehe ich aus, als würde mich das jucken? Es ist eh zu spät. Dir haben sie schon erfolgreich ins Hirn geschissen. Synthetikfleisch. Genussgut. Probier's noch heute. Schade, dass ich nicht beiden antworten konnte. Entschuldigen Sie bitte. Würden Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken? Ja. Worum geht's diesmal? Das Rohr, das in unserem Gebäude geplatzt ist. Die Bastarde von der Stadt haben immer noch niemanden geschickt, um das zu reparieren. Pass doch auf, was du sagst. Ich habe immer noch. Kann immer noch kein Messer ziehen. Judy, hast du was zu sagen? Ich würde mich auch gerne mit dir unterhalten. Du weißt schon, dass du da wie so einen Schwanz hast, ne? Wie so eine Katze. Hör auf zu rauchen! Sollen das? Wir müssen Maiko etwas Großes bieten. Um ihr Gerechtigkeitsgefühl zu appellieren, war nicht groß genug? Maiko bevorzugt harte Fakten. Für einen Moment dachte ich, du willst hinschmeißen. Wie? Ich sitze tagelang im Keller und tune Virtus. Wie groß ist die Chance, dass mir dort jemand die Birne wegpustet? Winzig? Genau wie Maikos Empathie. Und ich trage mein Herz nicht auf der Zunge wie du. Jedenfalls war's das noch nicht. Okay, also Fakten mag ich auch. Ah, darum geht's also? Wie viele du umlegst. Wie viel Munition dabei drauf geht und wie viele Eddies du damit machst? Ja, weißt du, nicht jeder kann von Idealismus und Träumen von der Freiheit leben. Manchmal muss man sich dreckig machen. Okay, und was jetzt?
Ich muss nachdenken. Wir brauchen mehr Leute. Ich rede mit den Puppen. Ich rufe dich an, wenn ich was habe. Wir sehen uns wie. Und danke. Kein Ding. Hör auf zu rauchen. Gibt's ja nicht. Da werden wir ja dampfen lieber. Hier ist direkt eine Nebenmission. Ey, wenn wir einmal hier sind, dann ziehen wir doch direkt die Nebenmission mit durch, oder? Nee. Hey, du da. Geil. Mysteriöser Fremder. Juhu. Ja, dich meine ich. Oder siehst du hier noch andere mysteriöse Fremde? Sag mal, magst du Witze? Ich kenne einen guten. Klar, schieß los. Kannst du mir sagen, Alter, worauf alle Traumateam-Sanitäter schwören? Den hippokratischen Eiter. Wow. Okay, was ist hier los? Hallo, Fremder. Ich bin Brandon, deine freundliche SBEM von nebenan. Und die netteste KI in ganz Night City. Dir stehen vielerlei Getränke zur Auswahl. Oder komm einfach für einen Plausch vorbei. Jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wieso rede ich mit einer SBEM? Ich heiße V. Schön, dich kennenzulernen, V. Kommst du oft hierher? Gibt einen Anime, den habe ich tatsächlich gerne geguckt. Er got reincarnated as hier Verkaufsautomat. Fand ich ganz lustig. Tatsächlich sogar ziemlich oft. Oh, habe ich recht gehört? Du willst, dass ich dir bei einem Kaffee Gesellschaft leiste? Nein. Oh, das macht gar nichts. Du kannst trotzdem welchen haben. Und wir müssen uns nicht mal bewegen. Wie trinkst du deinen? Milch? Zucker? Okay, überzeugt. Ich kauf was. Kaufen? Du musst dir gar nichts kaufen. Dann weißt du was? Ich schenke dir eine Dose Nicola. Danke. Brandon, oder? Genau richtig. Ach, es ist toll, dass du dich erinnerst. Selbst für eine einfache SBEN. Kennst du gute Witze? Weißt du, welche Söldner bei allen Datingseiten angemeldet sind? Die Solos! Kennst du gute Witze? Weißt du, welche Söldner bei allen... Okay, ich dachte, da kommt mal ein anderer. Cool. Also, wolltest du irgendwas von mir? Oh, ja. Ich entschuldige mich, dass ich dich gleich zu Beginn unserer jungfräulichen Freundschaft derart überfalle. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist passiert? Siehst du den Behälter da vor mir? Er blockiert mir die Sicht auf die Straße und nimmt mir meinen liebsten Zeitvertreib. Könntest du ihn etwas zur Seite bewegen? Ich würde dich mit Dank überschütten. Auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht auf Lager habe. Ich sehe, was ich tun kann. Danke, V. Mann, bist du stark. Hier, gönn dir ein Freigetränk. Geht auf mich. Danke, Mann. Diese übertriebene Freundlichkeit, das ist irgendwie zu viel. Aber so bin ich programmiert. Meinst du, irgendjemand würde mit einer mürrischen Spontanbedarfserfüllungsmaschine reden? Eben. Wärst du überhaupt imstande, mich zu beleidigen? Komm schon, nenn mich Wichser. Wieso sollte ich das tun? Du hast mich doch gerade gerettet. Du kannst es, ich glaub an dich. Du bist ein cooler und ziemlich hilfreicher, wirklich netter Typ. Na? Wie war das? Haarscharf daneben, Brandon. See you later, Alligator. Alligator? Ich bin kein Alligator. Das sagt man nur so, wenn man sich verabschiedet. Oh, ich verstehe. Nicht, dass Alligatoren irgendwas mit Verabschiedung zu tun haben, aber egal. Menschen sagen die lustigsten Dinge. See you later, Alligator. Witziger Satz. Jetzt ist er ausverkauft.
Scheint ja gut zu laufen bei ihm. So, gut. Brandon. Wir haben hier wieder so viele Quests. Wer ist Sandra? Ach so. Ja, wir können ja gerade, wenn wir hier oben schon in der Nähe sind, die drei Sachen machen. Hier geben wir dem das Teil. Hier machen wir das mit der Bartomeus-Kollektiv da. Und dann geben wir Sandra die Sachen, die wir haben. Dann machen wir das alles in einem Rutsch. So, dann gehen wir mal kurz ins Afterlife. Moin, moin. 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 Hey, wie? Claire, moin, moin. Richtig? Willst du über mein Angebot reden? Ich bin, komm gleich wieder. Hey, komm mal rüber. Ja, nee, ich bin nicht zum Saufen hier. Hey, Rogue. Sag mal, du hast nicht zufällig ein paar Jobs für mich? Nein. Nichts? Im Ernst? Nicht für dich. Ich bin ganz Ohr. Okay, ich bring dich zu Regina. Du bist mein Lieblingsnutzer. Schum, ich bin der einzige Nutzer, den du kennst. Dein Speicher wurde gelöscht. Schon gewusst. Es besteht eine 92%ige Chance, dass Regina Jones dich entlohnt. Rogue, alles okay zwischen uns? Es gibt noch andere Fixer außer dir. Dann ruf sie an, wenn du popelige Jobs für Kleinkriminelle willst. Siehst du diese Stammkunden? Sie haben Dutzende Jobs zusammen gemacht. Sie vertrauen einander. Und jetzt versetz dich in meine Lage. Wie sieht das aus, wenn sie rausfinden, dass ich eine Crew mit dir zusammenstelle? Du hattest einen Job mit Dex und den hast du spektakulär versaut. Du weißt, das ist nicht wahr. Wen kümmert's? Es geht nicht um Können wie. Das Einzige, was zählt, ist dein Ruf. Warum arbeitest du wohl allein? Hör zu, wie. Mach, was du am besten kannst. Okay? Darf ich dich was Persönliches fragen? Nein. Sicher. Aber auf eigene Gefahr. Du kanntest Johnny Silverhand doch gut. Wie war er so? Johnny? Wie kommst du jetzt darauf? Es scheint immer noch so viele Gerüchte über ihn zu geben wie vor 50 Jahren. Und nicht alles klingt glaubhaft. Ich weiß, dass ihr euch nahe standet. Deshalb frage ich. Wie war Johnny? Stark. Arrogant. Kompromisslos. Er hätte die halbe Stadt abgefackelt, um zu beweisen, dass er recht hat. Und die andere Hälfte nur zum Spaß. Er war wie ein Kind mit Streichhölzern und einem Kanister Chutu. Echt hart. Du hast ja keine Ahnung. Egal, das ist Vergangenheit. Über Tote redet man nicht schlecht.
Diese Sache mit Hellmann ist doch ganz gut ausgegangen. Ich weiß. Night City den Strom abzudrehen, nur um einen AV runterzuholen. So wurden die Dinge hier früher erledigt. Wie werden die Dinge jetzt erledigt? Konservativ. Alles ist kalt kalkuliert. Weniger Improvisation. Scheinst die gute alte Zeit zu vermissen. Wenn du mir damals gesagt hättest, dass ich mal ein Fixer werde, hätte ich dich ausgelacht. Der Großteil geht auf Panams Konto. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Ich weiß. Deshalb habe ich sie dir empfohlen. War's das? Dass Rogue aber hier ganz alleine sitzt, ohne Leute. Jo, was geht? Wie ist es für Rogue zu arbeiten? Ist okay. Das war's? Nur okay? Wenn du was über Rogue wissen willst, frag sie. Sie wird sich bestimmt freuen. Hab ich schon. Hey Nix, pass auf. Ich hab das Deck von Bartmoss gefunden. Na klar. Was hast du noch gefunden? Ein HAL-3-Chip? Ich mein's ernst. Sie selbst. Oh, heilige Scheiße. Wie? Wo hast du das Ding aufgetrieben? Nahe der Stadt, in einer Kühltruhe. Neben der stinkenden Leiche seines Vorbesitzers. Das klingt ganz nach Bartmoss. Netwatch hat alles nach ihm abgegrast. Shanghai, Lahore, Santiago de Chile. Während er sich ins Netz verpisst hat. Ich frag mich, wie lange er das durchgezogen hätte, wäre der Strom nicht ausgefallen. Meinst du, du kriegst noch Daten raus? Tech fällt auseinander, Feuchtigkeitsschäden, Speicher ist verschlüsselt. Wird schwer. Erspar mir die Details, ja oder nein? Ich kann's versuchen, aber mach dir keine zu großen Hoffnungen. Wenn's nicht klappt, werden sich die Daten für immer verabschieden. Wer nicht wagt, also leg los. Okay, leg das Deck dahin. Mal gerade gucken, kriege ich noch Erfahrungspunkte? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich hätte nur noch 2 gebraucht. Ganz vorsichtig. Wohin? Hier, nimm. Hier, nimm? Oh, wie? Wie? Wo bleibt die Ehrfurcht? Wenn du den Heiligen Gral gefunden hättest, würdest du wahrscheinlich Popcorn daraus essen. Also gut, packen wir es an. Die meisten Daten sind beschädigt, aber nicht alle. Passwort? Wörterbuchangriff vielleicht? Nein. Boot einschleusen? Ha! Ich bin drin. Nur noch eine letzte Hürde, aber das sollte nicht so schwer sein. Gerade von Bartmoss hätte ich mehr erwartet. Das ist eine Falle. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Lass dir was einfallen, wie. Und zwar schnell. Sonst kannst du sein Hirn gleich vom Boden auffischen. Okay. So schwer kann das nicht sein. Klar, ein Kinderspiel. Das Deck gehörte ja nur dem besten Hacker des 21. Jahrhunderts. Willst du es versuchen? Nein? Dann halt's Maul. Ja, aber da war die Technik noch ganz anders. So, 7a. BDE9, 7a. Geschafft. Leck mich am Arsch. Atmest du noch? Glaub schon. Fühlt sich nur an, als ob mein Schädel in Flammen steht. Was zur Hölle ist denn passiert? Warst am Zucken. Lichter gingen aus. Die Stecker haben Funken gespuckt. Also habe ich sie erledigt. Deine Arbeit. Moment.
Du willst mir verklickern, dass du das Deck geknackt hast? Du? Ich hätte wohl besser einen richtigen Netrunner fragen sollen. Verdammt richtig. Bin immerhin der beste Netrunner in Night City. Oh Gott. Das bezweifle ich. Ist auch eine Lüge. Eines Tages vielleicht. Na gut. Dann schauen wir mal, was du rausfischen konntest. Logs. E-Mails. Ein Chatverlauf. Könnte interessant sein. Aber ist nichts Bahnbrechendes. Schon irgendwie schade. Schätze, ich könnte nachsehen, ob ich sonst noch was da drin finden kann. Hey! Normalerweise kosten meine Gefallen eine ganze Menge. Aber diesmal hast wohl du mir einen Gefallen getan. Also, nimm das. Da ist eine Handvoll Demons drauf. Wurden zwar nicht von Bartmoss entwickelt, sollten aber trotzdem nützlich sein. Danke, Nix. Und wegen dem Virus. Kommst du klar oder brauchst du Hilfe? Nein, nein. Passt schon. Ein paar Schmerzmittel und ein Whisky. Dann bin ich wie neu geboren. Hätte ich jetzt am besten Songbird oder Alt drauf ansetzen sollen. Aber gut, dann haben wir das. Ja gut, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann reden wir jetzt mit ihr. Wer? Sekunde. Wieso kann ich das Ding scannen? Wahrscheinlich um, hätte ich wahrscheinlich hier machen können, um ihn zu kappen oder so. Jetzt will ich auch mit Claire reden. Jetzt will sie wohl nicht mehr, wa? Ja, dann gehen wir mal kurz zu Regina jetzt. Dann bringen wir Skippy zu Regina. Da wurde mein Auto ernsthaft abgeschleppt. Wir lassen Skippy so lange auch im Dings. Well, go ahead and add banana butter bears to the list. Snarfed a whole pack before lights out last night. Ended up having the craziest dreams. Not a wizzy wet and wild type neither. Talking piss your pants, wake up in a cold sweat crazy. Jetzt dann Auto, das ignorieren wir aber erstmal. Die Medien lügen. Wollte ich nur schon mal so Dings da haben. Wolltest du mir was erzählen? Über Cyberpsychose? Eigentlich nicht. Hey, kommt dir der Name Skippy bekannt vor? Passt in Holster, etwas durchgeknallt.
Du hast Skip? Den hat mir vor einer Weile jemand geklaut. Zeig schon her! Mal sehen, wie es dir ergangen ist. Starte Diagnose. Leistung bei 82%. Speicher beschädigt. Modus kätzchenliebender Pazifist. Permanent gesperrt. Gesperrt? Das muss ein Fehler sein. Auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bitte Waffennamen festlegen. Daisy. Mein Name ist Daisy. Du hast Skippy einfach umgebracht. Ist das dein Ernst? Er ist nur ein System. Nullen und Einsen. Das sehe ich anders. Er hat eine Persönlichkeit. Eigenarten. Wohl eher Protokollfehler. Werkseinstellungen beheben die. Warte, wo hast du die Knarre überhaupt her? Kannte deinen Typen. Jeder nannte ihn Dänisch. War ein guter Techie. Bevor er mit dem Saufen angefangen hat. Jedenfalls Poker. Nachdem der Credchip von Danish leer war, setzte er seine Waffe. Den Rest kannst du dir denken. Die Kampffunktionen sind geil. Aber warum das Sprachinterface? Total abgedreht. Ich hätte die Knarre am besten behalten sollen. Wie wär's mit einem Finderlohn? Klar, hier bitte. Fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. So still. Schaff dir doch einen Hund an. Vielleicht irgendwann. Bis dann, Reggie. Das ist schon eine geile Waffe, aber wir gehen auch nicht auf Smartwaffen. Ansonsten hätte ich sie behalten. Aber dann wäre die nicht mehr wahrscheinlich so nett. Oder permanente katzenliebender Modus. Weil er nicht mehr will, dass ich Leute kille. Dabei war ich doch ganz lieb. Immer im Kopf, damit das Leiden schnell zu Ende ist. Ja, wieder hier so viele Nachrichten. Missionen. Überall. Und wer ist dieser Varquez? Und wer ist jetzt dieser Osbo Oboso? Wie hier? Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Und wofür genau? Du weißt schon, dies, das. Muss ein paar Erledigungen machen. Freunde besuchen und nichts Besonderes. Aber genug gelabert, lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf Hank? Okay, ich bin dabei. Japantown am Eingang zum Markt. Hup ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, Weh. Ich glaube, da nehme ich den Shion. Das wird bestimmt mit Kampf sein. Kriege ich hier direkt wieder die nächste Mission. Nächste Folge machen wir aber erstmal hier, treffen uns mit ihr. Ziel ist es natürlich, wieder in Doctown ranzugehen. Aber ich will gerade mal ein bisschen die Karte aufräumen. Hier oben zumindest. Und dann arbeiten wir uns nach unten. Ne? Wir machen jetzt, glaube ich, nicht alles. Wir arbeiten uns aber vielleicht so ein bisschen durch. Um dann ein bisschen in Doctown reinzukommen. Aber gut, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.